herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Tagebuches, meine Damen und Herren. Wir berichten heute von einer Frau, die mit ihren 73 Jahren nicht müde wird, ihr Leben der Bekämpfung der Armenkrankheit Lepra zu widmen. Ihr Name ist Ruth Pfau, sie stammt aus Leipzig, ist Ärztin und Nonne. In 40-jähriger Arbeit in Pakistan ist es ihr gemeinsam mit den einheimischen Mitarbeitern gelungen, die Lepra praktisch auszurotten. Im Rang einer Staatssekretärin des pakistanischen Gesundheitsministeriums leitete Ruth Pfau 170 Lepra-Stationen zwischen Kaschmir und Beluschistan, zwischen dem Karakorum und Karachi. Über 500 Menschen hat sie in den vergangenen Jahren zu Lepra-Assistenten ausgebildet, die sich nun auch der Bekämpfung von Tuberkulose und Augenkrankheiten widmen. Neben der Heilung von Kranken kämpft Ruth Pfau für die Einhaltung der Menschenrechte und entwicklungspolitischer Anliegen. Werner Ertl hat mit der Kamera Ruth Pfau in den vergangenen 2 Wochen beim Verteilen von Hilfsgütern in dem von einer 7-jährigen Dürre schwer getroffenen Beluschistan, in ihrem Lepra-Spital in Karachi und bei den Müllkindern vom Liari-Fluss begleitet. Beluschistan im Südwesten Pakistans, reich an Mineralien, arm an Grünland. Die 6 Millionen Einwohner dieser Steinwüste zählen zu den ärmsten des ganzen Landes. Seit 7 Jahren hat es nicht mehr geregnet hier. Und deshalb bringt Ruth Pfau Nahrungsmittel als Überlebenshilfe in die entlegenen Dörfer. 2 Tage sind die LKW von Karachi unterwegs, bis sie in Bini in der Region Kusdar ankommen. Mit Mehl, Zucker und Milchpulver sind die Dorfbewohner für die nächsten 3-4 Monate vor dem Verhungern gerettet. Dann soll, so der Plan Ruth Pfaus, die islamische Armensteuer Zakat die Hilfe kontinuierlich weiterführen. In der Provinz Beluchistan sind 1700 Lepra-Patienten registriert. Rund 100 von ihnen befinden sich derzeit in Behandlung. Für sie und ihre Angehörigen sind die Hilfslieferungen in erster Linie bestimmt, dann aber auch für die übrigen Notleidenden der jeweiligen Dorfgemeinschaft. Trotz ihrer perfekten Kenntnis der Landessprache Urdu braucht Ruth Pfau hier einen Dolmetsch. In diesem Gebiet spricht man nur Broi. Nicht nur Mehl hat das Team aus Karachi mitgebracht. Mit einem dieselbetriebenen Generator, ein pakistanisches Fabrikat mit chinesischer Lizenz, soll Wasser vom Fluss auf das Feld von Atareman, dem Sprecher des Dorfes, gepumpt werden. Wasser ist Leben. Es lässt Paradeiser, Zwiebeln und sogar Weizen gedeihen. Ich möchte den anderen Dorfbewohnern Mut machen, es auch zu probieren, ein Feld anzulegen und zu bewässern. Mit dem Generator wird das nun auch bei extremer Trockenheit möglich sein. Ich will den Leuten im Dorf beweisen, dass es möglich ist, unabhängig zu werden und nicht auf Hilfe von außen angewiesen zu sein. Wasser muss man in dieser archaischen Landschaft erst suchen. Am Rand eines ausgetrockneten Flussbetts schlängelt sich ein kleiner Bach, groß genug, um darin ein paar Fische zu fangen. Die Methoden sind rau. Im Überlebenskampf ist der Mensch nicht zimperlich. Wenn ein Fluss zu allen heiligen Zeiten einmal etwas mehr Wasser führt, soll das kostbare Nass irgendwie aufgefangen und gespeichert werden. Ein Projekt, für das Ruth Pfau eine erfahrene Hilfsorganisation sucht. Man müsste mal sehen, ob bei diesen plötzlichen Regenfällen, die ja also ganz gefährlich auch sind, ob es bei diesen plötzlichen Flutwellen
Möglichkeiten gibt, das irgendwo in kleinen Stämmen aufzufangen. Und da würde ich gerne eine Partnerorganisation finden, die mit uns mal das Land bereist, hier dieses Stammesgebiet, und das mal surveyt. Mal gucken, wo ging es nicht. Von Bini nach Schorlaki fährt der LKW auf Pisten, über die sich kein Bus mehr traut. Das Belutschistan-Team kennt jeden einzelnen der 80 Lepra-Patienten hier. Bezugscheine erhält aber jede Familie im Dorf. Die einzige Einnahmequelle, die Aufzucht von Ziegen, hat durch die jahrelange Dürre einen existenzgefährdenden Rückschlag erlitten. Die Ziegen sind fast alle verdurstet, verhungert. Die Leute müssen ja irgendwas verdienen. Dadurch holzen die im Moment diese letzten Bäume ab. Was sich da langfristig draus ergibt, weiß man auch nicht. Sie wollen ja nicht ausziehen. Und ich verstehe, es ist ja ein wunderschönes Land. Nicht alle Mehlsäcke können am selben Abend verteilt werden. Prompt kommt es in der Nacht zu einem bewaffneten Überfall auf die Männer, die die Vorräte bewachen. Die richteten das Gewehr auf mich und drohten abzudrücken. Dann wachte das Dorf auf und die begannen zu schießen. Aber ich sagte ihnen, nein, tut das nicht. Die sind ja genauso hungrig wie ihr. Und wenn jemand am Verhungern ist, dann ist er zu allem imstande. 12 Säcke Mehl und Zucker wurden geraubt. Dass es zu keinem Blutvergießen kam, ist der Besonnenheit des Lepra-Teams zu verdanken. Hier in Schorlaki wird übrigens ein neuer Lepra-Fall entdeckt, der erste seit 2 Jahren. Die Inkubationszeit dieser Krankheit beträgt 30 bis 40 Jahre. Der Patient nimmt es erstaunlich gelassen. In meiner Familie gibt es bereits mehrere Lepra-Fälle. Die sind alle ausgeheilt und ich glaube, dass die Medikamente bei mir auch wirken werden. Und wie geht man in der Dorfgemeinschaft damit um? Alle kennen uns hier. Das ist kein Problem. Wegen des Überfalls in der Nacht fährt das Team nicht mehr weiter, um das Mehl mit den Jeeps zu verteilen. Bis zu 20 Kilometer weit müssen die Menschen nun die schweren Säcke transportieren. Und nicht jeder hat ein Kamel dafür. Ruth Pfau hat sich bei einem Sturz im unwegsamen Gelände am Knie verletzt. Ihre deutsche Ärztekollegin Hanna Glodny springt nun bei der Untersuchung der Dorfbewohner ein. Die schmerzhafte Sehnenzerrung zwingt Ruth Pfau zur vorzeitigen Rückkehr nach Karatschi. Es spricht sich herum, dass das Lepra-Team unterwegs ist. Da kommen Patienten von weit her und warten am Wegrand auf die Ärztin und ihr Team. Das Baby von Sher Khatun hat seit 5 Tagen Durchfall. Es ist schon ganz ausgetrocknet. Es bekommt die übliche orale Dehydrationslösung verschrieben und ist gerettet. Der Reichtum Belutschistans liegt unter der Erde, heißt es in Pakistan in Anspielung auf die Bodenschätze der Provinz. Doch der Abbau von Chromgestein unter Tag ist sehr schlecht bezahlt. Wer Ziegen hat, kann sich glücklich schätzen. Doch auch fast alle Tiere dieses Mannes im Dorf Selu am Porali-Fluss sind durch die Trockenheit verändert. Das Lepra-Team bringt seinem ausgeheilten Patienten 15.000 Rupis zum Ankauf von etwa 15 Ziegen mit. Und Kadir Buk Saleh Mohammed bestätigt auf seine Weise den Empfang des Geldes. Okay? Zurück in Karatschi nimmt Ruth Pfau die Alltagsarbeit in ihrem Lepra-Spital wieder auf. Das Marie-Adelaide-Leprosi-Center, so benannt nach der französischen Ordensgründerin der Töchter Mariens, wurde von Ruth Pfau vor 40 Jahren gegründet.
Nach wie vor gibt die Ärztin und Ordensfrau ihr Wissen an künftige Lepra-Assistenten weiter. Tausende Mitarbeiter hat sie in all den Jahren in Pakistan ausgebildet. 3 Jahre dauert der Werdegang eines Lepra-Gesundheitsassistenten. Der Wirkungsbereich ist nun auf Tuberkulose und die Behandlung von Augenkrankheiten ausgedehnt. Was ist für Ruth Pfau letzte Motivation für ihr Engagement? Ich meine, es macht mich sicher. It makes me mad. Also es regt mich echt auf. Wenn irgendjemand die Würde eines Menschen mit Füßen tritt, also das kann ich nicht haben. Also ich glaube, dass viel von dem Impuls wirklich daraus gespeist wird. Und dann irgendwie also einfach mich zurücksetzen und zu sagen, das könnte ich nicht, das geht mich nicht an. Das könnte ich echt nicht. Nach mehr als 40 Jahren im Kampf gegen die Lepra legt Ruth Pfau nun ihr Amt als Gesundheitsstaatssekretärin zurück. In Islamabad klärt sie im Gespräch mit dem zuständigen Minister die Modalitäten ihrer Nachfolge und erreicht, dass der Staat sich künftig zu 50% an ihrer Nichtregierungsorganisation beteiligt. Ich möchte persönlich Frau Dr. Pfau im Namen der Regierung und des Volkes von Pakistan danken für ihre Lepra-Arbeit im Lande. Dass wir heute die Lepra unter Kontrolle haben, ist in erster Linie ihr Verdienst. Die Wertschätzung, die Ruth Pfau in den Herzen der Menschen und auch der Politiker entgegengebracht wird, kommt daher, dass bei ihr die Schönheit des Christentums, die in ihrer Seele wohnt, ihren Ausdruck findet im Dienst an den Mitmenschen. Der von Ruth Pfau nominierte Nachfolger ist der Arzt Dr. Ashfaq, mit dem sie schon seit über 30 Jahren zusammenarbeitet. Der 56-jährige Oberstarzt der pakistanischen Armee ist freigestellt für das Team von Ruth Pfau. Dass sie mich als Nachfolger bestimmt hat, macht mich natürlich sehr stolz, denn sie setzt Vertrauen in mich. Und ich bin ihr und dem ganzen Team sehr dankbar dafür. Gott ist mit uns und mit seiner Hilfe werden wir weiter erfolgreich sein. The team and God will be with us. We'll be successful. Ich bin in meinem Leben viel geliebt worden. Ich habe viel geliebt. Dass sich irgendwas anderes lohnt. Übrigens glaube ich, dass im Grunde, ich meine, man nennt es unterschiedlich. Aber dass im Grunde die Sehnsucht und der Traum der Liebe uns alle treibt. Wenn Sie die Arbeit von Ruth Pfau unterstützen möchten, hier nun die Bankverbindung. Spenden bitte an die Sparkasse Mainfranken-Würzburg, Kennwort Ruth Pfau, Kontonummer 9696, Bankleitzahl 7905 und 4-mal die 0. Das war für heute das Tagebuch. Ich wünsche Ihnen eine schöne und besinnliche Karwoche. Auf Wiedersehen.